Gegeben sind diese beiden Rechenbäume. Wir können erstmal nach den Rechenbäumen vorgehen und das Ganze ausrechnen. 27 minus 15, da kommen wir raus bei 12. Und 12 mal 7, das sind 84. So, wir mussten zuerst 27 minus 15 rechnen und das Ganze dann mal 7. Das heißt, wir müssen hier um die 27 minus 15 eine Klammer setzen und kommen dann hier im Ergebnis auf die 84. Im zweiten Rechenbaum 17 und 8, das sind 25. 19 minus 11, da kommen wir raus bei 8. Und 25 mal 8, das sind 200. Heißt also, wir haben die 17, die 8, die 19 und die 11. Und die müssen wir jetzt wie folgt verarbeiten. Als erstes plus die beiden addieren und die beiden subtrahieren. Und das soll ich dann miteinander multiplizieren. Damit ich eben nicht die 8 und die 19 miteinander multipliziere, sondern die beiden Sachen, die ich vorneweg addiert bzw. subtrahiert habe, muss ich noch die Klammern setzen. Und damit kommen wir raus bei 200.